Die sind inzwischen so marode, da herrscht jetzt Schwimmwestenpflicht. Die sind alle komplett kaputt. Deshalb heißt das Lied ja auch, über Siebenbrücken musst du gehen. Gehen, nicht fahren. Denn fahren kann man über die Schrottdinger schon lange nicht mehr. Ja, die ersten deutschen Straßen wurden ja vor 2000 Jahren von den Römern gebaut. Und diese Bundesregierung hat es geschafft, dass sie heute auch wieder in exakt diesem Zustand sind. Und wird daran was geändert? Nein, das einzige Thema, das das Verkehrsministerium kennt, ist die Maut. Ich höre nur noch Maut, Maut, Maut. Wo du hinkommst, schreit einer Maut. Darüber haben sich die CDU und die CSU ja auch total verkracht, weil die Seppel aus Bayern unbedingt diese Maut wollen. Die Merkel will sie ja nicht. Und die kämpfen immer weiter. Der Verkehrsminister Dobrindt, ja, dieser Vollpfosten, ja, sagte letzte Woche wieder mal, die Maut wäre nur gerecht, weil alle Länder die haben. Er habe bei seinem Urlaub am Gardasee 64 Euro zahlen müssen, damit Österreich und Italien ihn und sein Auto reinlassen. Ja, ich habe gehört, Merkel soll den beiden Ländern spontan das Zehnfache geboten haben. Sie sind vielleicht intelligent hier doch. Ja, muss ich den Satz gar nicht zu Ende sprechen. Ja. Denn die Maut bringt wahrscheinlich nichts, sie schadet mehr. Das Land Baden-Württemberg hat schon gesagt, durch die Maut würden zum Beispiel Ausländer bestraft, die in Baden-Württemberg Urlaub machen. Das finde ich auch. Wenn man in Baden-Württemberg Urlaub macht, ist man gestraft genug. Dieses ganze Konzept der Maut ist völlig unausgereift. Zum Beispiel gilt die nur für Autos bis 3,5 Tonnen. Und dann gibt es erst wieder die Lkw-Maut ab 12 Tonnen. Das heißt, Fahrzeuge, die zwischen 3,5 und 12 Tonnen wiegen, fahren umsonst. Das bedeutet lebenslange freie Fahrt für Rainer Kallmund und Sigmar Gabriel. Ja. Wollen wir das? Nein. Außerdem ist das Mautverfahren das komplizierteste in Europa. Das Verfahren ist so kompliziert, dass Ausländer ab 60 die Mautplakette rechtlich gar nicht mehr beantragen können, weil sie statistisch keine Chance haben, die Genehmigung noch zu erleben. Deshalb sind auch viele Bundesländer dagegen, auch Nordrhein-Westfalen. Vor allem aus wirtschaftlichen Gründen. Armin Laschet von der CDU hat gesagt, wenn die Maut kommt, kommen nicht mehr so viele Holländer über die Grenze. Gut, daraufhin standen direkt Tausende in Nordrhein-Westfalen vor dem Straßenverkehrsamt, um die Maut freiwillig zu bezahlen. Aber bringen wird die ganze Maut nichts. Die Straßen bleiben garantiert so schlecht, wie sie sind. Aber jetzt soll es ein Notprogramm geben. Alle, die demnächst über eine Rheinbrücke fahren wollen, müssen vorher eine Prüfung ablegen, falls das Ding zusammenbricht. Und zwar das Abzeichen Freischwimmer im geschlossenen Auto. In diesem Sinne kann ich nur sagen, gute Fahrt weiterhin.